Durch einen Besitzerwechsel kam alles ans Tageslicht und führte zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Ordnungsamt und Polizei heute Nachmittag in Halver Oberbrügge an der Heerstraße. Beim Entrümpeln eines ersteigerten Hauses fand der neue Besitzer im Keller ein komplett eingerichtetes Chemielabor in 5 Räumen. In den Regalen und Schränken unzählige Behälter mit unbekannten Chemikalien. Einige davon waren sehr gefährlich und hochexplosiv. Die Feuerwehr Halver holte den Gerätewagen Messtechnik des Märkischen Kreises hinzu, sowie die Chemiespezialeinheit aus Herscheid. Die versuchten unter Vollschutz zunächst einmal die Chemikalien im Keller zu katalogisieren. Da aber alle Behältnisse geschlossen waren und keine Chemikalien zusammenkommen konnten, wurde entschieden, das Labor zunächst durch einen Chemiker untersuchen zu lassen und dann durch ein Fachunternehmen entsorgen zu lassen. Der ehemalige Hausbesitzer, dessen aktueller Aufenthaltsort unbekannt ist, hatte das Labor im Keller offensichtlich über viele Jahre eingerichtet und genutzt. Erst jetzt, als der neue Besitzer das Messihaus entrümpeln wollte, wurde die gefährliche Situation klar. Also wir sind heute Vormittag vom Ordnungsamt der Stadt Halver alarmiert worden, dass sich hier in dem Bereich Heerstraße in Halver Oberbrügge-Ehringhausen im Hintergrund hier ein Chemielabor im Keller befindet. Dieses Chemielabor ist dort wohl schon seit vielen Jahrzehnten. Das ist ein Haus, was den Besitzer gewechselt hat. Der Besitzer hat das da im Keller gefunden. Informationen seitens des Besitzers, des Ordnungsamtes und der Polizei haben ergeben, dass mehrere hundert unbekannte Gefäße mit unterschiedlichen Chemikalien und Flüssigkeiten dort gelagert sind. Aufgrund der unbekannten Situation und der Unkenntnis, ob eventuell flüchtige Stoffe vorhanden sind, irgendwas ausgetreten ist, haben wir unter Vollschutz eine Erkundung durchgeführt. Dabei hat sich bestätigt, dass in 5 von 7 Kellerräumen nahezu der Raum flächendeckend mit verschiedenen Gebindegrößen und unterschiedlichen Stoffen gelagert ist. Darunter uns einige bekannte Stoffe, die ein relativ hohes Gefährdungspotenzial mit sich bringen können. Daher haben wir entschieden, das Ganze hier entsprechend abzusperren, aufgrund der Erkenntnis, dass nichts ausgetreten ist bisher an Stoffen dort. Und mit der Analytik, die Messtechnik der Feuerwehr Märkische Kreis hier zur Verfügung stellen konnte, haben wir da auch keine Feststellung gehabt. Von daher ist die Einsatzstelle abgesperrt. Wir übergeben das Ganze in diesen Minuten an den Märkischen Kreis, die mit entsprechendem Fachpersonal dann hier weiter tätig werden müssen unter Umständen. Ist noch nicht ganz abgeschlossene Sache. Momentan geht keine Gefahr aus hier von dieser Situation. Solange die Dinge unberührt im Keller stehen, ist es erstmal so zu betrachten wie in den vergangenen Jahren.